Verhandlung und als Nächste die Frau Abgeordnete Daniela Holzinger-Vogtenhuber. Daniela Holzinger-Vogtenhuber von der Liste Pilz ist die nächste Rednerin. Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Rechnungshofspräsidentin. Ja, der derzeitige Diskurs über die Mindestsicherung wird wie bei vielen anderen Themen auch hauptsächlich dahingehend geführt, dass sich Landeshauptleute und Mitglieder der Bundesregierung gegenseitig Ausrichtung richten, in welche Richtung es gehen soll und natürlich am Ende des Tages auch ausrichten, wer dafür zahlen muss. Diese Debatte geht aber am eigentlichen Fokus, nämlich am Problem selbst, vorbei. Deshalb diskutieren wir heute den Rechnungshofbericht, der uns hier hoffentlich ein Stück weiterhelfen wird. Ja, in erster Linie muss und soll es darum gehen, nämlich eine soziale, eine faire und eine verfassungsrechtlich haltbare Lösung zu schaffen, die den Menschen, die in gewissen Lebenslagen, Notlagen eine Unterstützung brauchen, auch dementsprechend helfen kann. Also werte Regierungsmitglieder, ja, würde ich sagen, es ist niemand hier. Werte Regierungsfraktionen, bitte richten Sie Ihren Mitgliedern in der Bundesregierung aus, sich endlich auf den Hosenboden zu setzen und dementsprechend auch Regelungen auszuarbeiten, die Menschen in Notlagen auch helfen. Bundesweit, einheitlich, sozial gerecht und eine faire Lösung, die wirklich allen zugutekommt, wenn man es benötigt und braucht. Es ist der falsche Zeitpunkt, hier Machtspielchen zu spielen zwischen einzelnen Landeshauptleuten, zwischen einzelnen Landesregelungen. Wir sehen es, dass es in eine falsche Richtung geht, was den Jugendschutz betrifft. Hier nehmen sich wieder einzelne Bundesländer heraus. Das darf es bei der Mindestsicherung nicht geben. Das muss eine Mindestgrenze sein. Das muss eine Untergrenze sein. Wirklich das Netz, das letzte Netz, das einen am Ende auffängt, wenn es wirklich nicht mehr anders geht. Es wird sich somit in den nächsten Wochen auch zeigen, wie die Rolle von Sebastian Kurz als Bundeskanzler hier im Rahmen dieser Erstellung dieser Mindestsicherung sein wird. Ist er dieser große Führer der türkisen neuen Partei, der es schaffen wird, eine bundesweite Regelung zu erreichen? Oder ist er doch eine Marionette, die an den schwarzen Seilen der Landesfürsten hängt, die immer straffer gezogen werden, ja, und die Flucht ins Ausland möge hier vielleicht ein Indiz sein? Aber als Hilfestellung gibt es den aktuellen Rechnungshofbericht, der vorliegt und der Empfehlungen abgibt, dementsprechend, ich zitiere unter anderem, die Überlegung zur Weiterentwicklung und Reform der Mindestsicherung wäre vor allem auch Aspekte der Verwaltungsvereinfachung und Transparenz der Mindestsicherung einzubeziehen. Somit, wir reden von Verwaltungsvereinfachung und Transparenz, hier sind wir auf alle Fälle dafür zu haben. Wir werden uns schlussendlich den Vorschlag natürlich ansehen, ob er sozialgerecht gestaffelt und ausgestaltet ist für die Betreffenden am Ende des Tages. Aber eine harmonisierte bundesweite Mindestsicherung ist genau die richtige Richtung. Es kann nicht sein, dass wir hier 9 unterschiedliche teure Länderlösungen haben und einen Verwaltungsdschungel. Es muss hier gespart werden und nicht am Rücken der Menschen. Verlassen Sie endlich den Weg der unsäglichen Neiddebatten, möchte ich hier ebenfalls anfügen. Denn jene, die auf die Hilfe des Staates angewiesen sind, sollen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Bei der Umsetzung muss der Mensch, das heißt die soziale Komponente, im Mittelpunkt stehen. Denn ohne Sozialleistungen, und das ist vielleicht für viele noch eine neue Zahl, ohne Sozialleistungen in Österreich würden 38% aller Kinder in diesem Land von Armut gefährdet sein. Ohne Sozialleistungen 38% aller Kinder an der Armutsgrenze leben und gefährdet sein. Das dürfen wir nicht zulassen und deshalb ist es essentiell, dass auch die Mindestsicherung hier bundesweit einheitlich und gerecht geregelt wird. Sie ist ein Grundpfeiler und daher bitte, es muss einfach weitergehen in diese Richtung. 89% der Bezieherinnen erhalten weniger als 1000 Euro. Fast 90% der Leute erhalten weniger als 1000 Euro und das nur kurzfristig über gewisse Monate hinweg. 3% erhalten mehr als 1500 Euro. Das heißt, was soll diese Neiddebatte, was soll diese Deckelungsdebatte, was soll diese Obergrenzendebatte? Die ist hier nicht angebracht. Wir müssen hier ein soziales Netz schaffen, genau eine mindeste Absicherung. Ja, Sie lenken mit dieser Neiddebatte ständig eben von den wirklichen Problemen ab. Sie deuten auf eine Minderheit und lenken davon ab, dass Kinder und Alleinerziehende in Österreich an der Armutsgrenze leben. Das machen Sie nachhaltig. Darin sind Sie wirklich gut. Niemand bezieht Mindestsicherung aus Jux und Dollerei, aber Armut sollte keinen Platz haben in unserem Land. Und ich bitte Sie daher, gehen wir gemeinsam diesen Schritt, vereinheitlichen wir diese Regelung und schaffen wir eine sozial gerechte Mindestabsicherung für Menschen in Notlagen in unserem Land. Vielen Dank.
Bei der Mindestsicherung müsse der Mensch im Vordergrund stehen und nicht die Interessen einzelner Bundesländer, sagt Daniela Holzinger-Vogtenhuber.